Heute habe ich wieder einen neuen Try-on-Haul für euch und ich habe euch auf Instagram gefragt, gibt es eigentlich irgendeine Kategorie an Klamotten, wo ihr gerne ausgetestet habt, was ist die beste? Ich habe jetzt eine Riesenbestellung gemacht mit einmal Schlaghosen-Jeans, das kommt dann im nächsten Video. Heute haben wir die Skinny-Jeans, also quasi die klassische Röhren-Jeans. Ich habe letztens ein Video auf TikTok gesehen. Ich werde dieses Jahr 25. Dementsprechend gehöre ich zu den Millennials. Dann habe ich ein bisschen recherchiert. Das heißt, wir zählen offiziell als alt. Was? Ich meine, klar, wenn dann nach Corona wieder alles aufmacht, bin ich wahrscheinlich 30, aber trotzdem. Ich habe auch gehört, dass wir uns quasi von den Röhrenjeans, also den Skinny Jeans, abwenden müssen. Das tragen jetzt nur noch Millennials und alte Leute. Muss ich nicht verstehen, möchte ich nicht verstehen. Wir testen heute Skinny Jeans. Ich habe bei Zalando bestellt und das sind, glaube ich, Skinny Jeans von Bershka, Stradivarius, Pull&Bear, so die Klassiker. Alles, was irgendwie in einem bezahlbaren Rahmen ist, was aber cool ist, was man tragen kann, was aber trotzdem basic irgendwie so ein bisschen ist. Und ich habe... Nee, das war ein anderes Video, passt schon. Tatsächlich, ich habe von keiner anderen Marke bestellt, außer von den dreien. Naja, ist ja auch egal. Ich glaube, ich habe preismäßig darauf geachtet, dass die alle so um die 20, 30 Euro kosten. Ich habe sie gestern schon mal anprobiert, weil ich konnte es nicht sein lassen, wenn so ein Riesenpaket hier rumliegt. Ja, 6, 7 oder 8. Bevor wir anfangen, meine Maße sind ungefähr, ich glaube, 75. Also ich habe ein A-Körbchen, ich bin 1,60 groß. Taille ist ungefähr 1,60. Wow, das wäre viel. Taille ist 60 cm und Hintern war es, glaube ich, 85 bis 90. Wahrscheinlich nicht mehr. Wo ich letztens Magen-Darm hatte, habe ich an einem Tag 3 Kilo abgenommen. Also kann sein, dass der Gorn ist. Also kann auch weniger sein. Wir haben hier zuerst eine Skinny Jeans von Stradivarius. Ich habe alles in der Größe 34 bestellt, außer bei den Jeans, wo stand, fällt sehr groß aus. Da habe ich eine 32 bestellt. So, wir haben hier einmal die Skinny Super High Waist in 34. Die kostet, glaube ich, auch 20 Euro. Ich mag das tatsächlich total gerne, wenn das unten so ein bisschen abgeschnitten ist. Also so eher so offen vom Saum. Franzt natürlich schnell aus, aber kleiner Tipp. Falls ihr merkt, dass nach der ersten Wäsche die Jeans hier zu sehr ausfranst, nimmt so ein ganz bisschen Klarlack, also Nagellack, und geht so ganz, ganz leicht hier über den Rand drüber und dann franzt er nicht mehr aus und man sieht es auch nicht. Genau, ist so ein bisschen ripped, ein bisschen offen und ja, ziehen wir jetzt mal an. Es ist eine super High Waist, also habe ich mir schon fast gedacht, dass die extrem weit hoch geht. Mir ist die tatsächlich ein bisschen zu hoch. Das finde ich dann schon nicht mehr schön, weil es dann hinten alles auch so... Ich finde, wenn das hier zu hoch geschnitten ist, dann macht das hinten einfach alles komplett flach. Wenn es so hier in der Taille sitzt, also hier aufhört, dann finde ich, macht das noch so eine schöne Figur hier. Aber wenn es zu hoch sitzt, dann macht das einfach alles so gerade. So, an sich passt sie eigentlich total gut. Also sie sitzt hier auch schön eng. Ich nehme normalerweise bei Jeans immer, dass sie wirklich knackig sitzen und dann nach ein paar Mal waschen ist es so, sage ich mal, angenehm. Mir persönlich ist sie hier zu locker. Also ich finde, es gibt manchmal so Frauenjeans, wo ich mir denke, warum haben die da extra noch Platz gelassen, als würde da noch ein Dick reingehören. Ich weiß jetzt nicht auch, ob das daran liegt, dass sie so super High-Waist ist. Aber ich meine, sie hängt mir fast unterm BH. Das steht halt nur STR drauf. Aber wenn ich mir die Beschreibung anschaue, passt es nur auf die mit der Marke Stradivarius. Also schätze ich mal, dass das die auch von denen ist. Die ist in der Größe 32. Das heißt, es stand dabei, dass sie eine Nummer größer ausfällt. Ist eigentlich nur eine komplette Standard-blaue Jeans. Also da ist jetzt nichts Besonderes dran. Unten ist sie auch wieder abgeschnitten, was ich gerne mag, weil ich auch klein bin. Und ich habe das Gefühl, dass die meisten Jeans, die dann unten nicht abgeschnitten sind, einfach für größere Leute gemacht sind. Probieren wir an. Also Größe stimmt auf jeden Fall. Sie ist eine 32 und fällt wie eine 34 aus. Die sitzt gut. Die sitzt richtig gut. Die ist tatsächlich unten an den Knöcheln mit der perfekten Länge. Also wenn ich stehe, ist sie so knapp über dem Knöchel drüber, was ich eh ganz gerne mag. Von der Höhe ist es auch super. Also es liegt hier genau in diesem Taillending, wie nennt man das? liegt halt perfekt in der Taille drin. Also ist nicht zu hoch und nicht zu tief. Dann sitzt sie auch ganz gut. Okay, also hier habe ich eindeutig an Umfang verloren. Da bin ich mir ganz sicher, wenn ich mir das so anschaue. Aber ansonsten finde ich es echt ganz cool. Also Waschung ist cool. Hier vorne ist es, naja, es ist eigentlich nicht schlimm. Also
Ich glaube, man sieht es ganz gut. Ich wüsste jetzt nicht, ob es nach 10-mal Waschen dann hier ein bisschen ausleiert, aber so an sich bis jetzt sitzt es echt richtig schön. Dann kommen wir zu den dunkelblauen Jeans. Hier habe ich einmal von Pull & Bear Skinny Super High Waist in der Größe 34. Kostet, glaube ich, auch 20 Euro. War das die? Skinny Fit Model... Ja, 20 Euro. Aber ich sehe schon, die ist echt High Waist. Die sieht auch für eine 34 ein bisschen groß aus, muss ich tatsächlich sagen. Die Farbe mag ich ganz gern. Also ich mag eh dunkelblaue Jeans sehr gern. Ich finde, die schauen immer hochwertiger aus. Ich finde, High Waist ist schon cool. Aber wenn dann der Steg hier bis zum Reißverschluss, also von der Huha hier unten bis zum Reißverschluss, so lang ist, dann schaut das immer so unproportional aus. Das finde ich nicht so schön, aber ziehen wir mal an. Ja, ich mag sie nicht. Hier steht so ein bisschen ab, so random, auf der anderen Seite nicht. Hier ist sie zu locker, also auch wenn ich mich wieder bücke, dann ist hier so viel extra Stoff. Und sie sitzt nicht 100%. Also ich glaube, eine 32 wäre zu klein. Und eine 34 ist so halb locker irgendwie. Wenn man sich jetzt auch mal die Beine anschaut, das hier, das weiß ich nicht, das hat mir ein bisschen zu viel Spiel. Auch ich mag das nicht, wenn das sich hier so in den Kniekehlen schon so, keine Ahnung, wie so ein Hautlappen, so nach einer Fettabsaugung so ungefähr. Die geht gar nicht, die finde ich hässlich. So, nächste dunkelblaue Jeans und dann kommen wir zu den schwarzen. Die ist von Stradivarius in der Größe 34, auch wieder Super High Waist. Warum habe ich Super High Waist gekauft? The 90s Premium Skinny. Ich glaube, die habe ich gestern schon mal kurz anprobiert. Ich glaube, die war noch schlimmer als die ich jetzt gerade anhabe. Aber versuchen wir es mal. Also sie sitzt nicht schlechter als die andere, aber auch nicht besser. Nee. Also sie sitzt hier schon mal so ein bisschen besser, aber so richtig eine schöne Form macht sie jetzt auch nicht. Unten an den Beinen, es geht schon. Also hier sitzt sie gut. An der Wade finde ich es jetzt auch nicht schlecht und unten. Aber hier wieder, da ist es mir einfach zu viel, so zu viel Stoff irgendwie. Ich sollte halt einfach keine Super High Waist mehr bestellen. Ich glaube, das war das Problem. Kommen wir zu den schwarzen Jeans. Und zwar habe ich hier einmal von Stradivarius Skinny Super High Waist in der Größe 32. Also ist die groß ausgefallen. Aber ich glaube, dass die schwarzen Jeans alle sehr gut gepasst haben. Die ist schöner. Die ist super high-waist, aber die ist schöner. Die sitzt besser. Die finde ich gar nicht mal so schlecht. Also dafür, dass sie super high-waist ist, sitzt sie hier im Bund eigentlich ganz gut. Also ich finde, also es ist dieselbe Höhe wie die anderen, aber es sieht irgendwie anders aus. Ich weiß auch nicht, ob es daran liegt, dass sie einfach enger sitzt. Aber die hat eine gute Passform. Hier vorne ist auch noch voll in Ordnung. Taschen sind gut. Hinten sitzt sie auch eigentlich ganz schön. Also macht an sich eigentlich eine schöne Figur. Also unten vom Rand, ich hätte jetzt nichts dagegen, wenn es irgendwie noch ein paar Zentimeter kürzer ist, aber ist noch voll in Ordnung von der Länge. Die Beine sitzen richtig schön, also schön eng und straff. Die Löcher sind auch okay. Allerdings hätte ich da Angst, dass ich dann in 2 Tagen einmal durchsteige und alles durchreiße. Passiert mir nämlich immer. So, im Sitzen ist auch total bequem. Die ist auch stretchy. Ein bisschen Quilz hier über. Wäre wahrscheinlich gar nicht so schlecht, wenn ich da einfach durchsteige und alles durchreiße. Aber ansonsten finde ich die echt, echt ganz cool. Also für Super High Waist ist es, glaube ich, die einzige, die mir gefällt. Dann haben wir hier wieder eine von Stradivarius. Und zwar ist es die Skinny Regular Waist. Also mal was in der normalen Höhe. In der Größe 34. Und die ist vom Muster so ein bisschen anders geschnitten. Ich glaube, da sieht man es. Also nicht so klassische Blank Jeans, sondern so ein bisschen... Keine Ahnung. Die sitzt gut. Das ist eine schöne Höhe, finde ich, von dem Bund. Dieser Regular Waist, so nicht zu hoch. Also es ist nicht so... Ich finde eigentlich, dass das schon High Waist ist. Also schauen wir uns mal bitte die Low Waist Hosen von früher an. Bund sitzt gut. Höhe finde ich auch gut. Hier, ja, wenn man sitzt, das könnte vielleicht hier ein bisschen fies sein. Aber ist noch in Ordnung. Also so, ja... Grenzwertig. Grenzwertig, aber okay. Man läuft ja jetzt auch nicht so. Ansonsten hier schöne Passform. Von hinten finde ich auch schön. Sitzt ansonsten schön. Also hier sitzt es gut. An den Waden sitzt es gut. Hier, wenn man so ein bisschen, ja, auch noch in Ordnung. Ich glaube, man hat am Ende des Tages dann davon schon so ein bisschen Abdrücke auf den Beinen. Was ja jetzt auch nicht so schlimm ist, aber ich wollte es trotzdem gesagt haben.
Und wenn man sich jetzt bewegt, also man spürt schon, dass es hier mehr spannt. Also man hat jetzt nicht so viel Beinfreiheit wie bei den anderen. Das sind Fake-Taschen. Warum macht man sowas? Ich verstehe das nicht. Warum Fake-Taschen? Das muss doch nicht sein. Im Großen und Ganzen, ich finde sie nicht schlecht. Ich finde sie ganz gut. Ich persönlich würde sie aber nicht behalten, weil ja, es ist nicht so mein Stil von einer Jeans jetzt, das mit dem hier so genäht. Aber wem es gefällt, für den, glaube ich, könnte die echt super passen. Die nächste. Super High-Rise. Warum? Von Bershka in der Größe 34. An die kann ich mich gestern erinnern. Sitzt gut, aber ich muss was dazu sagen. Die ist auch eher in so einem dunklen Grau-Schwarz. Also sie ist nicht ganz schwarz. Ist hier so ein bisschen gerippt, also an den Knien so ein bisschen offen. Also mal abgesehen davon, dass hier mein eigentlich nicht vorhandenes Fett an Oberschenkel total rausquillt. Sie sitzt ganz gut. Für eine High-Rise, also so richtig super High-Waist, sitzt sie auch hier in der Taille schön. Ich finde, an sich macht sie eigentlich auch eine schöne Figur. Am Hintern sitzt sie auch ganz gut. Die Beine sitzen eigentlich auch super. Also ich kann mich eigentlich nicht beschweren. Also hier sitzt sie gut, hier sitzt sie gut, hier ist nicht zu viel Stoff, die Länge ist gut. Keine Taschen oder so, also es ist hier schon sehr blank, muss man sagen. Und ich finde, dass genau das so aussieht wie, das ist die Art von dunkler Jeans, wo man vor 2-3 Jahren noch gesagt hat, dass die jede Keule trägt. So klassisch, High-Waist, ein bisschen bauchfrei, nur so ein kurzes Tube-Top, dass die Boobies rausschauen. So, das stelle ich mir irgendwie unter der Hose vor, so schaut die für mich aus. So über die Passform kann ich mich echt nicht beschweren, sie sitzt gut, also sie sitzt auch echt an jeder Stelle gut, aber es ist für mich so eine Keulen-Jeans irgendwie, also das wäre der Grund, warum ich sie jetzt nicht behalten würde. Aber so an sich, wer nach sowas sucht, für einen günstigen Preis und einer guten Passform, der ist damit auf jeden Fall bedient. Kommen wir zu der letzten Jeans, und zwar ist es eine hellgraue von Stradivarius Skinnies. Habe ich keine normalen Jeans bestellt? Das kann doch nicht sein. Tatsächlich stinknormale Blank Jeans. Hier ist sie so ein bisschen gerippt. Ja, gibt es nicht viel zu sagen. Größe 32. Also hieß es, die fällt eine Nummer größer aus. Und das sehe ich auch so schon. Also es ist, schaut auf jeden Fall aus wie eine 34. Also die ist eine richtig coole, graue Basic Jeans. So wie man einfach eine in seinem Schrank haben sollte. Die sitzt gut. Das High-Waist ist tatsächlich auch nicht zu hoch, finde ich. Also dafür, dass sie eine super High-Waist ist, sitzt sie hier eigentlich perfekt in der Taille drinnen. Liegt auch gut an für die Größe. Hier vorne sitzt sie auch gut, also faltet sich nicht zu sehr. Hinten, finde ich, sitzt sie auch ganz gut. Die Taschen haben auch eine gute Größe. Also manchmal schaut das ja dann mit den Taschen irgendwie komisch aus, wenn die zu groß oder zu klein sind. Das passt auch. An den Schenkeln sitzt sie gut. An den Waden sitzt sie gut. Länge ist gut. Hier in den Knien ist es auch in Ordnung. Also es ist so ein ganz kleines bisschen, dass es sich hier so, ja, ich glaube, man sieht es eigentlich, dass so ein bisschen Falten schlägt, aber ich würde sagen, es ist noch in Ordnung. Die finde ich tatsächlich gut. Die finde ich richtig gut. Ich wollte gerade sagen, zusammenfassend, wir gehen eine nach der anderen durch. Ich kann mich schon gar nicht mehr erinnern. Naja, ihr habt es ja gesehen, ich habe es ja aufgenommen. So ist es ja nicht. Bei den schwarzen, da fand ich die, die so anders geschnitten ist, wo der Jeansstoff so in einem, ihr wisst schon, hier, ich glaube, die zweite schwarze war das. Die saß zwar gut, aber ich persönlich würde sie mir nicht kaufen und tragen, weil ich sie vom Look jetzt nicht so ganz gerne mag. Die erste schwarze Jeans, die fand ich cool. Die dritte schwarze Jeans ist die Keulen-Jeans, die an sich auch total super saß. Kann man wirklich nicht sagen, aber es erinnert mich einfach zu sehr daran, dass die einfach jeder getragen hat und deswegen würde ich sie persönlich mir nicht kaufen. Die zwei dunkelblauen, die saßen einfach beide scheiße, die haben mir nicht gefallen. Und die graue, die ich jetzt gerade noch anhabe, die finde ich auch echt super. Also die sitzt gut, die ist bequem. Man kann hier auf YouTube keine Umfragen mehr machen, dass ich euch frage, welche euch am besten gefallen hat. Deswegen dürft ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, welche von den Jeanshosen hat euch am besten gefallen, hat am besten gesessen. Und schreibt mir doch auch gerne in die Kommentare rein, ob ihr gerne Skinny Jeans trägt. Oder ob das jetzt wirklich offiziell für alte Leute ist. Ansonsten hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Freut euch schon mal aufs nächste, das sind nämlich Schlaghosen-Jeans. Da habe ich ein paar bestellt und auch aus verschiedenen Preisklassen. Ich habe auch eine von Levi's bestellt für über 100 Euro und habe einen sehr coolen Vergleich dazu. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Video und bis dahin eine schöne Zeit. Na?